Guten Morgen. Meine Stimme ist nicht zum Besten. Und ich werde nicht erwähnen, dass ich nicht so frei komme, weil das ist, ich meine, als Kriegen muss man nicht überlegen, ob man als Position zum Klonage nicht überdenken, weil ich war 100,7, muss ich müssen, oder war ich evitiert an der Mitte schon, und es soll doch heiß sein. Und solange wir als Position zum Kloning nicht überdenken, muss ich nur müssen für dich stehen. Was können die nächsten Monate dabei tun? Ich will vielleicht einfach ein bisschen den allgemeinen Kader für dich setzen. Meine Impression ist, an schönen Alliierten, ob die kommen nicht, dass Europa im Moment ein bisschen mit ist, ein bisschen deprimiert ist. Und hat ein Mann, den hat man nur invitiert, an das Europaparlament. Und den hat er auch wieder gesagt, die ich ein bisschen erstaunlich fand. Und zwar ist der Mann kommt, den hat Europa verglacht mit einem unfruchtbaren Großmann. Also infertile Grandmother. Und da hat immer so rüber geguckt, ob die Juncker ein Thema Manns, die sitzen an der ersten Reihe. Und der Mann, das war der Papst. Das war ein, also der hat 5-mal gesagt, infertile Grandmother. Und vielleicht aus dem Mann ja auch am Gang. Ein bisschen von oben, um seine Religion zu modernisieren. Aber auf alle Fall ist das Wort hängen geblieben. Und ich muss euch sagen, das ist auch etwas von mir, also die Stimmung, die ein bisschen so ist, nur Lehman Brothers, nur der ganze Finanzkrise, dass wir ein Kontinent sind, die verlieren. Also ich kann das einfach nicht mehr teilen. Wir sollen uns einfach viel mehr bewusst gehen, dass wir nach wie vor beim Kontinent leben. Das ist kein anderer Kontinent, wo die Sozialgesetzgebungen so gut sind, wo die Leute so viele Chancen haben, dass auch, Mensch, es gibt keinen anderen Kontinent, wo man über die letzten Jahrzehnte nicht fertig wird, und gerade über Europapolitik, Umweltpolitik führen zu bringen. Also, mein Chinesisch ist auch nicht gut. Die hat vielleicht mitgekriegt, ein immenses Event an diesem Deja China ist, sind 200 Millionen von den 600 Millionen Chinesen, die Zugang haben zu Internet. Die haben den Film geguckt, unter der Klack, was heißt, die skandalöse chinesische Luftverschmutzung, an die einfach auch darauf hinweisen, dass das auch etwas von mir Courage macht. Auch in China sind die neuen Mittelklassen nicht mehr bereit, eben die Umweltverknastung vom chinesischen Modell quasi mitzuleben, auch wenn man ein Hund, der mittlerweile an der Bretagne an der Pension ist, die früher mal Europa-Deputat für eine Partei war, für die Wirtschaftsminister, die noch immer meint, wir müssen an Europa und China aufpassen. Aber auch in China sind die Leute nicht mehr bereit, dass der Planet, dass die Umwelt, dass die Gesundheit futtig gemerkt wird, für sogenannten Wirtschaftsfortwachsen. Aber wir sind aber Mensch, auch reell konfrontiert damit, dass wir gerade in Südeuropa wir nicht nehmen da viel zu viele junge Leute, die heute keine richtig wirtschaftliche Zukunft haben, die an der Arbeitslosigkeit sind. Ich meine, Spanien, Portugal, Griechenland, von all Zweiten sogar einen guten Schulaufschluss machen und noch keine Chance hat, ist das natürlich nicht immens. Also kommen wir an eine Situation, die nächstes Monat, wo natürlich Lützeburg sich froh wird, was ist das? Was ist das Troll von Lützeburg an dem Europa, wo wir in Lützeburg haben, der Kommissionspräsident ist, an 1, 2, 3, 4 von den Ministern haben, die eben auch an Europa die Präsidenz überholen vom 1. Juli. Und ich wollte 3, 4 Dossiers einfach ein bisschen illustrieren, was Konflikte sind, was auch Chancen sind an Europa. Ein von den großen Themen, aber auch von den Streitthemen ist, dass natürlich gesagt wird, eine von den Chancen für die europäische Wirtschaft ist, dass wir TTIP, CETA, TISA machen. Das heißt, dass wir eigentlich die Mitökonomie an Europa probieren, ein bisschen auf Bein zu bringen, dadurch, dass wir mehr Marsch schaffen über den Atlantik. Das Erste, was ich muss dazu sagen, ist, wann es zu so einem Akkord kommen, die Sinn machen. Manchmal, dann müssen wir das begrüßen,
weil es ja geopolitisch effektiv nicht unsinnig ist, dass Europa und Amerika irgendwie zusammen schaffen an einer Welt, wo ja China, Indien, andere, Russland, Mittel- und Osten, also dass man da könnte probieren, zusammenzukommen. Das Problem ist schon, dass die Hoffnungen, die da geweckt gehen, dass die natürlich komplett überzusehen, also die Arbeitsplatzeffekte von dem Akkord sind relativ klein. Ich komme als Zweiter auf ein Dossier, Ökonomie zirkulär, das heißt, probieren an Europa Wirtschaft so zu optimieren, dass in einem guten Design nicht nur recycelt. Die EU-Kommission selber an ihren Etude-Impakten muss zugehen, dass die Ökonomie zirkulär 6 bis 8 Mal mehr Impact hat, positiv auf die europäische Ökonomie, wie ein TTIP-CETA-Teaser. Und es sind 2 Punkte, die an der Diskussion nach sind, das eng als, oder die hauptsächlichen Diskussionen sind Kurdarbitrage, das heißt, Konzerne geben das Recht kriegen, Regierungen zu verklagen, auch wenn Gesetze geändert gehen. Herr Juncker war mal angetreten. Am Juni, als er erste Rede für das Europaparlament, mit dem folgenden Satz, er kann sich nicht vorstellen, dass Europa so einen Akkord zustimmen, wann den Akkord mit der Kurdarbitrage gibt, an irgendwelcher Weise eben auch als Jurisdiktion, als Gericht touchieren. Weil ja, die Akkorde nicht zwar über Jahrzehnte gibt, es sind Akkorde, die 34 Jahre zwischen Europa und Ländern, an denen nicht gut kein seriöses Gericht gibt. Und dass du die Akkorde da wären, hat dem wohl Sinn gemacht. Aber so ein Kurdarbitrage schaffen zwischen Amerika und Europa, wo ja gestehende Gerichte hat, die über Jahrzehnte gewusst sind, hat Herr Juncker gemerkt, dass wir eigentlich nicht sinnvoll. Gestern oder viergestern hat Herr Juncker, als er am letzten Wort zitiert ging, dass hin mit aus, dass die Regierungen nicht offensiv genug TTIP verteidigen, an hier fordern wir ab, dass die Regierungschefs endlich Führungen abhalten, da ein bisschen nach Problemen zu sehen. Kurdarbitragen, wo Konzerne quasi über die Regierungen gestaltet sind, das heißt, wo Konzerne über Demokratie gestaltet sind, ist unakzeptabel und wir müssen den Match weiterführen. Den zweiten trojanischen Pferd, was du dran hast, an Velo zu Breslau, man nicht, du warst ein großes trojanisches Pferd auch abgerichtet, das ist die sogenannte Regulatory Cooperation, das heißt, dass ihr ein europäisches Gesetz gestimmt gehen, müsst für dich mit der amerikanischen Seite geschwärt gehen, ob das Gesetz da Sinn gibt. Ich muss ich sagen, ich habe schon mehr genug, und ich habe schon mehr genug für die europäischen Konzerne, heißt du, an Schranken, weil ich habe keine Lust, dass man da für dich einen Rund drehen mit den amerikanischen Konzernen, immer dann dürfen an der europäischen Demokratie desideren, wie ein Gesetz das man macht. Und dafür... Und dafür probieren wir auch noch während der Lützebäuer Präsidenz zu gucken, ob nicht die Umweltministerin auch gerade über den toten Thema müssen schwätzen. Und wir sind am Gespräch mit Karol und Kamil, wie wir das diplomatisch aufhören. Diskussion rund um TTIP-These CETA geht mir rau. Das hat auch damit zu tun, dass wir die erste Runde gewonnen haben. Das heißt, was wir fertig mussten während der Europawahl, die 3 Monate, war wirklich das Thema zu setzen, nicht nur in Lützburg, sondern in Deutschland oder Frankreich. Und sind natürlich die, die hier absolut drauf leben, die kommen mittlerweile mit Argumenten, ich kenne es eigentlich, weil letztes Jahr bei einer Talkshow dann mit österreichischem Fernsehen, da war eine österreichische Journalistin, die hat da ganz zum Schluss gesagt, ja, aber wenn wir nicht das machen, das Land an 10, 15 Jahren ein Reflieger zu Brüssel und da klammern so viele Beamte von der chinesischen Regierung raus, und da so und die, so muss das machen. Das heißt, Leif-Mamberen, die gelbe Gefahr als Zrick. Also die gelbe Gefahr als Zrick, wir müssen ganz diszipliniert sein, weil sonst die Chinesen uns überrollen. Das sind nur, auf dem Niveau sind wir auch gekommen, die weiß andere als eine Nähsetzung. Was wir sagen, ist, dass alle Fälle das, was du durchaus unakzeptabel ist, und ich meine, wir sind gut organisiert, auch an unserer Zusammenarbeit mit der Regierung,
Wir sind natürlich der Meinung, dass in Europa muss etwas gemerkt werden für Wirtschaftswachstum. Und das wird wahrscheinlich auch in einem globalen Kontext am meisten Sinn machen, dass wir als Wirtschaft so umstellen, dass wir eine Ökonomie zirkulär geben. Ich gebe euch ein Beispiel, weil das noch ein Term, der ein bisschen abstrakt ist. Michelin möchte heute mehr verlohnen von Pneuen, wie das Pneu verkaufen. Für was? Weil sie dadurch das Pferdespruch tun, dass Kamions Pneuen 5-mal mehr lang dauern, wie wenn sie verkaufen und wenn sie von den Kamionären schlecht in der Halle sind. Und das ist ein Businessmodell, wo es den Haus, den irgendein Gut herstellt, also irgendein Produkt herstellt, den sich nur noch um das Produkt kümmert und das die Maintenance von dem Produkt gut ist, und den zum Schluss auch obligiert ist, dass er das Produkt zurückhält. Und dann natürlich kann er auch als alle Pneuen Haut mit moderner Technik quasi rum, die kann er so zerschreddern, dass er einen Teil von dem Gummi zurück für an den nächsten Pneu machen. Dasselbe tun wir heute schon jeweils bei Kopiesmaschinen, nicht bei professionellen Berufskleider, die gewäscht gehen. Und es geht nur darum, dass wir das abbauen, weil das nämlich auch gefäßen. Auch von irgendeinem chinesischen, russischen, brasilianischen, und wir sind in einer globalisierten Welt, und wir kriegen die nicht gebracht. Auch von die irgendetwas produzieren, müssen sie dann nur noch aber an Europa Maintenance organisieren, und sie müssen sich auch noch um den Toaster von 25 Euro, den du nur wirklich nicht kannst reparieren, den du auch nicht kannst seriös recyceln, weil alles zusammen geschwäst und gepusht ist, müssen sich auch darum kümmern. Und darüber kriegen wir dann auch eine Relokalisation teilweise von der Wirtschaft an der Tisch Umweltschutz. Und ich war letztes Jahr relativ hoffrig auf einer Konferenz von der Kamil und noch die Staatssekretärin aus dem Wirtschaftsministerium eigentlich auch vielgestaltet, was heute zu Lützburg lebt, bei der Ökonomie zirkulär. Wir haben da eine Reihe auch positive Entrepreneurinnen, ja, also Entrepreneurinnen, die auch gesehen, dass du, also Leute aus der Geschäftsseite, dass du Zukunft von der Ökonomie leid, aber wir sind noch am Gang, heute zu Lützburg, du ein gutes Match zu machen. Wir hatten nur gemerkt, dass das Dossier um europäischen Niveau gut laufen mit den neuen Duo Magique, Juncker, Timmermans, die haben ein wesentlicher Bestandteil von dem Abbau von der Ökonomie zirkulär, als Grund, die Carol manchmal auch nicht an die anderen Umweltminister nicht konnte nur verzeihen, am Umweltrat haben sie die gestoppt. Wir gehen es nicht, wir machen am Europaparlament einen Bericht über die Ökonomie zirkulär. Wir werden dann auch die Kommission auffordern, endlich etwas zu machen mit dem Skandal, dass 30% am mehr von unseren Lebensmitteln weggeworfen hat. Das heißt, dass wir auch eine europäische Regelung kriegen, für eben, dass wir die Lebensmittelindustrie zwingen, für eben auch nur zu denken, dass man Aufhall weggeworfen wird. Und das probieren wir für den Sommer zu machen und eben auch eng mit der Regierung zusammen zu schaffen. Wir haben ein Dossier mit Herrn Juncker, wo ich persönlich am großen und ganzen der Meinung bin, dass es richtig leid. Und zwar, wir brauchen Reinvestitionen an Europa und gibt es den sogenannten Juncker-Investitionsplan. Das ist ein Plan, wo es darum geht, aus 21 Milliarden, die ein Garantiefonds sind, eben Privatinvestoren, aber auch staatliche Nationalbanken an eben die weltgrößten Bank, die jetzt anstatt am staatlichen Bereich der Europäischen Investitionsbank, die um Kirchspiel sitzt, dass die sollen neue Investitionen an die europäische Ökonomie bringen. Wir wissen, dass wir heute durch die jeweils überzogenen, stupiden Austeritätspolitik haben wir fertig spricht, dass in Europa 600 bis 700 Milliarden Investitionsrückstand ist. Und ich kenne nicht nur eng zu als der Stahlindustrie, für dass er auch versteht, was die weiß du für Räubergeschichten erzählt gibt. Den europäischen Stahlmarché aus No Lehman Brothers 2008 um 50% angebracht. Also No Froh von Stahl an Europa aus um 50% angebracht. Und dafür ist es rau um Stahlmarché und Gewerkschaften sind die erste, die das auch mitkriegen. Nun wird ständig gesagt, die europäische Stahlwirtschaft wie an der Krise, weil wir über Zonen sozial, also wir dürfen die Leute heute so gut bezahlen,
und wir hätten zu viel Umweltopfer. Und die musst wissen, dass seit 2008 die Exporter von mehr Metall an andere Stahlproduzenten in Europa, die sind an die Glut gegangen. Von 10% auf heute 14% vom gesamten Stahlmarkt in Europa. Was lehren wir aus diesen Zöllen? Das erste ist, wo das schon enke ein Wirtschaftssektor gesehen, der mehr exportiert, an den dann nicht kompetitiv wird. Das ist die ganz Räubergeschichten, dass die europäische Stahlindustrie nicht kompetitiv produziert, widerlegen sie selber dadurch, dass sie mehr exportieren, Haut, wie sie je exportiert. Mit dem Problem aus Import und Export, auch an einem Gut, was so globalisiert ist wie Stahl, mischt nehmen 10-15% vom europäischen Markt aus. Und das weiß es auch noch einmal. Substanz für die Wirtschaft in Europa umzustoßen, als nicht bei mehr Export an weitere Liberalisierung, mehr Leid an Europa selber. Das heißt, wenn wir natürlich wenn wir diese Bund ausbauen, weil wir den Tram können, aber wenn Beteburg verdoppelt wird, dann was brauchen wir für Schienen? Und du brauchst ja nur einen Tram, und das ist Stahl. Und wenn wir auch eine intelligente Reinvestitionspolitik in Europa machen, das bringt die europäische Ökonomie an den Urbester, muss ich schon heute sagen, den Urbester mehr wie TTIP, ACETA und TISA. Und dafür unterstützen wir den Juncker-Investitionsplan. Aber es gibt zwei Konstruktionsfehler dran, die wir über das Europaparlament probieren zu korrigieren. Das hängt aus der Juncker an seinen Kommissären, die haben natürlich 50 Milliarden von dem europäischen Budget. Und dann haben sie sich relativ kommod gemacht, sie haben die Suche geholt aus dem Forschungsbudget. Weil Forscher an die Ökonomie von Mähren, die hat schon nicht viel Wähler. Das heißt, an das probieren wir zu redressieren, das heißt, dass wir so, es kann nicht sein, dass die Investitionen aus dem Forschungsbudget kommen, dass den E-Streit. Und den zweiten ist, lo leid Geld du. Und du hast natürlich froh, wo gehen dann die Suchen investiert? Und es gibt ein Lust für Projekte, für Regierungen, die alle 21 Regierungen angeregt haben. Da sind aber wirklich, also ich meine, sie sind da hin, und hier haben sich gegangen, für einen Autobahn rauszukruppen, die schon 10 Jahre nicht gebaut ging, an einem Regionalflughafen, die schon seit 5 Jahren am Tierang leitet. Das heißt, die Regierungen haben, viele Regierungen haben alle Kamellen, die wirklich gut nicht passen an eine Welt mit knappen Ressourcen, und sie probieren sie quasi zu finanzieren. An, als Frau, oh mein, das ist mein Wasser. Ich brauche nämlich auch einen Karaffe für den Schluss von meiner Rede, brauche ich einen Karaffe. Das geht mein Witz nicht ab, Herr Noh. Als logisch geht etwas, und ich meine, dass auch Herr Juncker persönlich nicht froh darüber ist. Die Atomindustrie, die pfeift um letzte Lach. Ich gehe nicht nur ein Zoll an, wir haben ein paar Leute, die ein bisschen rechnen können. Ne? Wenn die eine Firma hat, die 10 Milliarden Umsatz hat und die 5 Milliarden Defizit hat, also eigentlich ist die Firma an der Faillite. Und die Firma heißt Areva und die Firma probiert, Atomreaktoren zu bauen. Wie weit hat den eins schlechten Konstrukteur von Atomreaktoren in Europa, für was ist die Faillite? Weil für rund 8 Jahre angefangen hat, um einen Reaktor zu bauen, den verkauft hat an einem Kontrakt, den Turnkey war, also schlüsselfertig für 3 Milliarden, und der Reaktor kostet 8,5 Milliarden. Das ist Areva als Faillite an Atomenergie. Als Haut, also hält die Jünger, ein neuer Atomreaktor produziert mehr teure Strom wie ein großes Solaranlage, wie ein Wandanlage, die um Land steht. Und wir wissen es auch, seitdem Dänemark für 3 Wochen eine Auktion gemacht hat für 700, also einen halben Katnersblock Offshore-Wand, auch Offshore-Wand, also mehr billig, wie die Reaktor, die soll in England zu Hinkley
gebaut gehen in Areva-Reaktor. Wie dann, da ist noch kein kollektiver Jubel ausgebrochen. Ich meine, die, also, sorry, wenn mir selber nicht verstehen, was geschieht ist. Wir sind 34, 35 Jahre. Und wir wären nicht 42 Jahre, wie wir bei sich mal nicht gegangen sind, wie verschiedene anderen. Ne? Ja, heinst du, wenn wir so gut haben, wenn wir an dem toten Alter, ne? Beim Luftballon wären wir schon auf Katten. Wir sind angetreten gegen eine Risikotechnologie als gering. An dem uns, haben wir gesagt, es gibt Alternativen mehr. Also ein Problem wäre, die Alternativen wären natürlich mehr teuer, weil sie ja nach Grüne du Marsch wären. 30 Jahre konsequent, stur, gering Energiepolitik und wären natürlich auch bei einer Partei, die uns helfen, 100 Pferde spricht, das haut, dass wir seit 2 Jahren in der genialen Situation sind. Große Solaranlagen sind mehr billig wie große Atomkraftwerke. Und dafür, und das viel Eisenmerit, und dafür gibt es wirklich keinen Grund mehr, für unsere Atomenergie festzuhalten, und dafür als eine von unseren großen Matcher läuft zu verhindern, dass die Atomlobby quasi nur noch gerade Suche vom Juncker-Investitionsplan als letzte Strehhalm kriegen, für zu investieren. Für wert sind sie an dem Geld interessiert. Es gibt gar keine Privatbank mehr, die nicht mal einen halben Euro will investieren an Atomkraft. Und dafür brauchen sie staatliche Garantien, für das überhaupt noch Geld auf den Tisch kommt, an eh von meinen größten Matchen als Lofi zu verhindern, dass das Atom eben durchkommt. Und da sind wir auch an engen Kontakt, nicht nur mit der letzten Regierung, sondern zum Beispiel auch mit der österreichischen Regierung, Karol Wehr, gestern zu Wien. Wir haben, ich werde gleich vor Rumänien zu Wien, wir haben eine strategische Allianz mit der österreichischen Regierung für engerseits die Projekte von Areva in England zu verhindern. Da geht es dann für die Europäische Cour de Justice. Die muss wissen, dass die britische Regierung den Österreicher gedroht hat, dass die Briten alles geben in der Höhle, für den Österreicher zu schulden. Und ich kann nicht sagen, dass die letzte Regierung Stand hat blieben als hat auch damit zu dienen, dass wie der französische Ambassadeur für dritt beim Büttel nur gefragt hat, ob plötzlich da wirklich so nicht zu dienen hat, viel zu klonen. Da hat er gesagt, leichter, wir sind ein autonomes Land, wir sind eine Regierung, die Courage hat. Das wäre vielleicht ähnlich, dass wir drin, wie Lützburg geht mit klonen. Und es ist so nicht, vielmals merci, auch die Minister von den Geringen, dass er mitgeholfen hat, dass Lützburg da wahrscheinlich mithilft, wirklich den absoluten Ende von der Atomenergie in Europa anzunehmen. So, also die Logistik die ist genial. Nun kommen wir Live Flight, Mernas, Welt, Wasser da. Wie weit hält ihn dann ein Krüschheisch auf wie weit trinkt ihr mit Genuss? Also das ist nicht gerade so gut wie dem Hengsei Wein. Ich hatte das vor eine Reunion mit der Aluso, das sind die, die heute in Lützburg sich um Wasser kümmern. Und die haben eine kleinere Reproche gemacht, die nicht ganz falsch, weil sie gesagt haben, ja, bei den Geringen, für was trinken die eigentlich nicht grüne Wasser? Weil alles grüne Wasser ist in der Regel so gut zu Lützburg, dass sie eigentlich nicht so Glasflaschen und heute sogar Plastikflaschen über das Land transportieren. Und dafür denke ich auch wirklich einen bewussten Appell als Gering, sind wir auch der Meinung, dass die Weltfeste da erwischen, der als Mühneis Geringheit zu Lützburg an Europa mitgeholfen, Millionen Unterschriften zu sammeln, für Privatisierung vom Wasser zu verhindern, an Trinkwasser schützen, als Mensch eng von den nobelsten Aufgaben für ihre Politiker, und ich meine, sie machen das. Und ich meine, nur just einen ganz kleinen Exkurs zu der Geschichte, die da im Stau geschieht ist. Ein Lützburger Bauer mit seinem Giftfass fällt an den Stausee. Gut, und dann
Hummer müssen oder die Regierung müssen schnell reagieren. Du hast natürlich, ich meine, das ist ein Akzident. Aber das, was da das versucht, als folgendes. Die Lützebäuer intensiv Landwirtschaft ist am Gang, sich zu exportieren. Hier vier an der Belge, da wo die Sauer an das Land rankommt, wer du wär nicht all belgisch Haus als ungeschlossen und entklären lernen, wie du wär relativ wenig Schmutz oder Knascht an der Sauer. Wir sind am Gang, Lützebäuer Bauern haben mittlerweile schon über 20.000 Hektar. Wir haben als Lützebäuer 130.000 Hektar. Wir haben 20, Bauern haben 20.000 Hektar an der Belge, an Frankreich gelohnt. Wie wert grüßen die jetzt für den PIF, den sie hier nicht können oder lassen gehen, da dann auch noch auf die Felder zu bringen. Da ist so als ganz klar an die Leute von der Seebes, der Frachteintritt, die Frachtbelastung von der Sauer als Männer groß, wenn sie von der Belge raken, wie von den Nebenflüssen, die einer, die an der Stausee laufen. Das heißt, wir sind an einer Auseinandersetzung, die nicht ein Akzident ist, mit diesem System ist. Und das System ist schon den logischen Enkel verstanden, ich hatte ein Heinz hat dir so Aha-Erlebnis. Ich hatte eine Reunion mit Ex-Mu Haut Arla. Die wissen, dass der Streit schon der Lützbäuer Landwirtschaft, und weil wir in Griechenland tun, haben wir ganz viel Müll. Die wäre, dass eben Lützbäuer Bauern für Jahren, die weiß vielleicht auch als gute Gründe, auch gesagt haben, die Luxle gibt es nicht genug Geld für als Müll. Und da sind sie rübergegangen bei Mu, was den regional nicht eine Molkerei, wie nennen wir sie? Doch, eine Molkerei, die vier an der Eifel wäre. Mit Mu als Feit, oder wer um weh für Feit zu gehen. Mu als Abkäufe von Arla. Arla ist ein schwedisch, dänisch, englischer Konzern. Das ist die Welt, ein von den weltgrößten Müllisch-Konzernen von der Welt. Und die Frau, die da dabei war von Arla, die hat mir mit richtiger Fried folgendes erklärt. Wir machen aus der Müllisch, die wir zu Lützburg ansammeln. Joghurten für den chinesischen und für den russischen Marschi. Und das ist ein Business, das gut läuft. Das hatte ich über Umweher in einer Message gekriegt. Die Lützburger Botschaft zu Beijing hat der Mann, den du, den Luc Decker, den du hast, die war halt zu Lützburg. Und die sieht, im Moment Chinesen kaufen wie geckig. Europäisch Joghurt. Für wert, weil ja so wenig, wie sie ihrer Regierung trauen, bei der Luft, trauen sie ihrer Regierung, was Nahrungsmittel. Die muss wissen, dass China das Land ist, auf der Welt, was wahrscheinlich am meisten Pestizid verseucht ist. Weil sie ganz wenig Terrain haben und extrem Pestiziden angesetzt haben. Das heißt, das ist ein Businessmodell. Wenn wir den mal in Perspektive setzen, wir holen 700 Millionen Steuergelder, wir haben 1200 Bauern, der größte Teil von denen mischt eine relativ intensive Landwirtschaft, 40-50% von der Milch, nachdem dass sie all die Steuern so gekriegt hat, geht dann auf den chinesischen Markt. Als das Landwirtschaft, die wir für Lützburg wollen, als das Landwirtschaft, die wir für Europa wollen, ich meine nicht, und dürfen sie mal am Gange, und ein Projekt zu schaffen, den wir mal salopp nennen, mehr Bio für Lützebüsch. Weil all der Essen halt zu Lützebüsch, 60.000 bis 80.000 Leute, eine Staatskantine, Gemengekantine, mehrere Lehre und so weiter. Und statt Lützebüsch an anderen Haus schon eine wirkliche Marche gemacht für Bio. Mehr, die Marche profitiert nicht der Lützebücher Biolandwirtschaft, weil es gibt eine Reihe Aberrationen, ich nenne es eng. Sämtliche Menüen an der Lyceen, die gehen noch bei Jahr voraus festgelöst und da wird ausgeschrieben. Ein der Lycees kommt ihnen, da gibt es kein Bio-Schwein mehr zu Lützburg, noch kein Bio-Rander, kein Bio-Hung mehr, dann ist alles weggefriert. Ne? Weil an das, an die Ausschreibung, ist so, dass so groß Quantitäten da ausgeschrieben gehen, dass Lützebäuer Landwirtschaft, Biolandwirtschaft, die hat null davon. Und nun probieren wir, und das hat auch viel mit Franzen im Ausschreiben, also die Marche Publik, die wir eine neue europäische Gesetzgebung machen, probieren wir auch heute zu Lützburg
ein Fausentier zu kriegen, für zu sagen, mehr Bio an den Kantinen und dann nur an nur über die Ausschreibung dafür suchen, dass auch als Biolandwirtschaft rüber können. Und es gibt nur zwei Modelle für als Müllischbauern zu Lützburg. Du hast halt 75 K. Müllischquote sind leider gehend als geringen Ersatz gestorben, die geht es nicht mehr. Natürlich, du hast nur den Schwach, entweder gehst du von 75 K auf 175 und du bist am Arla chinesischen Joghurtmarché oder du gehst von 75 K rüber auf Bio. Und das muss man zusammen fertig bringen. Lächt, Präsident, der Felix kriegt per Herr Dossier am Bereich vom Datenschutz, die hat mitgekriegt, dass wir in einer rauen Welt leben. Und wir probieren nur am Europaparlament oder als Gering dem Felix seine Linie zu verteidigen, für zu sagen, allen Datenschutz muss für dich im Allgemeinen definiert sein, ihre kann aufhängen, verschiedene Ausnahmen zu machen für Terrorbekämpfung und nicht den anderen Weg, wie zum Beispiel das, wo auf Frankreich ein Gesetz gestimmt ist, wo nicht Gerichter eigentlich Stanketen und Endeffekt machen mit Police. Das heißt, wir müssen immens aufpassen, dass wir nicht an Europa an das System rüberrutschen, wie in dem Weise an Amerika gemacht hat. An Mann Felix zusammen probieren wir den Match zu wandern. Der Franz kriegt einen harten Match, weil wir haben eine Reihe neoliberal Chicago Boys, auch noch immer am Juncker seiner Kommission, die Mengen mit den Deisebunden an die ultimativ Konkurrenz setzen. Und der Franz hat, also ich kann da so in deinen Vorschlag, dass 10 Länder die kleinen Länder ausgeschlossen haben. Also den Pavé stehen, den sie da an der europäischen Politik geworfen hat, den hat schon eher bei Welle geschlagen. Und ich meine, dass wir da auch im guten Weg sind. Und Carol an der Kamel Klimakonferenz Paris, wo wir schon seit mehr wie einem Jahr Kontakt sind. Auch Biodiversität, das heißt, gibt die also Rümwirtschaft, also in der holländischen Präsidenz soll über dann Wirtschaftslobbyen quasi den vollen Schutz an Habitat alles zurückgefordert gehen an Europa mit der Logik, die blöd Fullen an Fiesern, an Kurken und was auch immer, stehen am Weg von Wirtschaft, dann das uns natürlich auch von Arbeitsplätzen. Wir mengen, dass das nicht der richtige Weg ist, dürfen wir gut eben probieren, etwas zu machen. Am dürfen sind ich relativ optimistisch, dass die nächste Mainz zu Lützburg mehr geschwärt wird über Lux Leaks und mehr geschwärt wird über Lux Greens. Vielen Dank.